Moin meine Lieben, heute habe ich wieder einen Anfänger-Guide für euch und heute dreht sich das Video um Link-Monster. Wie man die beschwört, was unterscheidet die von anderen Extra-Deck-Monster und sollte euch das Video natürlich gefallen, würde ich mich über ein Like oder ein Abo freuen. Ansonsten viel Spaß mit dem Video. Ja moin, herzlich willkommen zu neuen Video von mir. Wie gesagt, heute dreht sich alles um Link-Monster und wir fangen jetzt erstmal damit an, was unterscheidet denn die Link-Monster, das sind diese wunderschönen blauen Karten in eurem Extra-Deck, von anderen Monstern wie zum Beispiel Exil, Synchro oder Fusion. Ja, die haben erstmal hier oben, sieht man vielleicht schon relativ schnell, keine Stufe, keinen Rang, aber die haben hier so Pfeile um die Karte herum. Und man sieht, manche sind so ein bisschen schwarz und manche sind rot. Link 2 Monster, wie hier unten zum Beispiel steht, haben dann immer so zwei von diesen roten Pfeilen. Diese Pfeile dienen halt dazu, wenn der zum Beispiel auf eine Monsterzone zeigt, damit kann man beim Sonnenlichtwolf ja Effekte triggern, wenn der Gegner da was in seinen Pfeil reinbeschwört. Die werden auch, sage ich mal, so als extra Monsterzonen behandelt, diese Zonen, auf die Link-Monster zeigen. Weil bei Link-Monstern ist das so, die kannst du nicht einfach in die Main-Monsterzone beschwören. Nicht wie bei Fusionsmonster, Synchro-Monstern oder Exi-Monstern. Das funktioniert nicht. Extra Monster wie Link-Monster müssen in eine extra Monsterzone beschworen werden. Das heißt, entweder in die Extra-Monster-Zone oder in die Zone, wo ein anderes Link-Monster drauf zeigt. Natürlich könnt ihr das nicht beim Gegner machen, außer die Karte hat das als Effekt natürlich. Dann müsst ihr bei Link-Monstern immer drauf achten, was hier unten steht als Beschwörungsbedingung. Hier steht 2 Feuer-Effekt-Monster. Das heißt, ihr braucht immer 2 Feuer-Effekt-Monster natürlich. Bei anderen Karten ist das wieder anders, sage ich auch gleich noch mehr dazu. Und ihr seht, hier unten steht auch Link 2. Das heißt, ihr könntet auch 2 Link 1er Monster nehmen. Solange diese 2 Feuer-Effekt-Monster sind, könnt ihr damit auch eine Link machen, ja. Also es müssen halt wirklich 2 Feuer-Effekt-Monster sein. Habe ich jetzt oft genug gesagt. Und was ganz wichtig ist bei Link-Monstern, man kann die nicht in Verteidigung drehen, man kann die nicht in verdeckte Verteidigungspositionen und man kann die auch nicht einfach vom Friedhof in Verteidigungsposition beschwören. Also es ist für einen Link-Monster unmöglich, in Def gedreht zu werden oder in Def beschworen zu werden. Ganz, ganz wichtig, einfach weil hier unten keine Verteidigung angezeigt wird. Dann wird es etwas schwieriger und ich glaube, da wird auch der eine oder andere Probleme auf jeden Fall haben. Wenn wir uns jetzt hier den MacRitter Crusadier Avramax anschauen. Erstmal die Beschwörungsbedingung, 2 plus Monster, die als Spezialbeschwörung vom Extra-Deck beschworen wurden. Also es können irgendwelche sein, können auch Exi, Synchro sein. Aber da müsst ihr dann auch auf die Link-Zahl achten. Link 4 heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel keine Link-Monster für seine Beschwörung nehmen würdet, dann bräuchtet ihr 4 Monster. Ja, solange die vom Extra-Deck beschworen worden sind, dann könnt ihr 4 Monster für den Avramax nehmen und könnt ihn dann einfach beschwören. Wenn ihr Link-Monster nehmt, könnt ihr einen Link-3er nehmen und einen Link-1er. Dann könnt ihr die Link-Anzahl kombinieren, zum Beispiel 3 plus 1 ist 4. Und da er hier 2 plus Monster hat, das heißt, wir können auch einfach 2 Monster nehmen. Das heißt, wie eben schon gesagt, ihr nehmt dann ein Einhorn plus, sage ich mal, Signallux. Und dann habt ihr 4 und ihr seid in der Beschwörungsbedingung drin. Das heißt, ihr könnt dann Avramax beschwören. Ja, ihr könnt auch zum Beispiel einfach IP plus noch ein anderes Link 2er Monster nehmen. Und dann habt ihr auch eine Linkanzahl, Gesamtanzahl von 4, weil 2 plus 2 ist 4. Und ihr seid in der Beschwörungsbedingung drin, ja. Das ist ein bisschen kompliziert, lasst das ein bisschen sacken, hört euch das genau an. Und dann, denke ich, habt ihr damit auch keine Probleme, das zu verstehen. Wenn wir uns jetzt nochmal hier ein anderes Monster angucken, wie hier die Unterweltgöttin. Das verdeutlicht das Ganze noch ein bisschen. So, sie ist jetzt ein Link 5 Monster und kann mit 4 plus Effekt Monstern beschworen werden. 4 plus, das heißt, man kann die auch mit 4 Monstern beschwören. Das macht man dann mit anderen Link Monstern. Aber wenn ihr die zum Beispiel mit normalen Effektmonstern beschworen wollt, dann müsst ihr halt 5 Monster nehmen. Das heißt 4 von euch, eine vom Gegner. Oder halt einfach 5 von euch. Das geht auch. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt eins vom Gegner nehmen. Macht aber halt einfach Sinn. Aber ihr könnt zum Beispiel auch sagen, okay, ich nehme einen Link 2er. Das zählt dann quasi als 2 Monster. Ja, deswegen hier 2. Dann nehme ich noch 2 von mir, sind 4 Monster und eins vom Gegner sind 5. Das heißt, wir sind auf die Link 5 gekommen mit 4 Effektmonstern, steht ja drin. Und so können wir dann auch eine
Unterweltgöttin der geschlossenen Welt beschwören. Ja, das ist halt wirklich nicht ganz so einfach und ich glaube, da sind auch viele draußen. Aber bei den Link-Monstern ist das so, entweder ihr kommt mit der Monsteranzahl, die hier oben steht, genau auf die Link-Beschwörung oder ihr nehmt so viele Monster, wie hier unten als Link-Anzahl drin steht, um das Monster dann zu beschwören. Beim Einhorn steht dann zum Beispiel, ich glaube, 2-Plus-Effekt-Monster. Wir können mal kurz gucken. Ja, wenn ich richtig schreiben kann. So, wir können hier mal kurz gucken. 2-Plus-Monster mit unterschiedlichen Namen. Das heißt, ihr könnt einen Link 2er nehmen plus einen Link 1er. Dann seid ihr hier in der Beschwörungsbedingung mit drin. Und dann könnt ihr das Einhorn beschwören. Ansonsten nehmt ihr einfach 3 Monster mit unterschiedlichen Namen. Könnt ihr auch ein Einhorn beschwören. Also das macht das Ganze wirklich ein bisschen schwierig. Aber ich denke, ich habe das halbwegs vernünftig erklärt. Und ihr kriegt das auf jeden Fall hin. Ansonsten haben wir noch diese Link-Pfeile. Die sind eigentlich relativ simpel. Ich habe das jetzt auch absichtlich zum Schluss gemacht, damit ihr was Einfaches habt, was Schweres, was Einfaches. Und diese Link-Pfeile machen dann quasi Monsterzonen, auf die sie zeigen, zu Extra-Monsterzonen. Weil Link-Monster können nur in eine Extra-Monsterzone beschworen werden. Das heißt, wenn ihr die Extra-Monsterzone voll habt mit einem Synchro-Monster, könnt ihr nur ein Link-Monster reinbeschwören, wenn ihr das Synchro-Monster dann als Material nimmt. Weil ihr habt nur eine Extra Monsterzone und ihr macht dann quasi mehrere Link Summons, indem ihr halt einfach da, wo das Monster dann drauf zeigt, ihr geht in Einhorn und dann könnt ihr unten drunter auf die Monsterzone, die das zeigt, ein anderes Link Monster reinbeschwören. Das könnt ihr natürlich dann auch so machen, wenn ihr zum Beispiel eine Unterweltgöttin jetzt hier habt, dann könnt ihr in die Zone unten drunter ein Link Monster beschwören und rechts daneben auch nochmal ein Link-Monster reinbeschwören. Also die Pfeile machen quasi die Monsterzonen einfach zu einer Extra-Monsterzone, sage ich jetzt mal. Natürlich gilt das dann auch für den Gegner. Die Pfeile hier zeigen nach oben. Das zeigt dann bei dem Gegner dann auch in die Monsterzone und er kann das dann halt auch benutzen, ja. Da müsst ihr teilweise wirklich aufpassen. Bei manchen Karten triggern dann auch Effekte, deswegen beschwöre ich halt, wenn ich die Karten nicht kenne, ungern was in die Pfeile rein. Wenn ihr zum Beispiel hier bei dem Sonnenlichtwolf guckt, bei seinem Effekt steht drin, dass wenn man was in seine Zonen beschwört, könnt ihr ein Feuermonster gleich vom Friedhof wieder der Hand hinzufügen. Das gilt natürlich auch für den Gegner. Ihr beschwört was in eurem Spielzug rein, könnt ihr was suchen, also der Hand hinzufügen vom Friedhof. Und wenn der Gegner das dann macht, könnt ihr das dann auch wieder machen. Ja, da muss man halt wirklich teilweise aufpassen und mehr machen diese Pfeile jetzt auch nicht wirklich. Und hier seht ihr, ein Link 2 Monster hat halt 2 von diesen Pfeilen, ein Link 4 Monster hat 4 von diesen Pfeilen, ein Link 5 Monster hat dann dementsprechend halt 5 von diesen Pfeilen. Für mehr ist es wahrscheinlich nicht gut, also außer ich habe jetzt irgendwas vergessen, aber ich glaube, das passt so, wie ich das erzählt habe. Und ich hoffe, das Video hat euch auf jeden Fall weitergeholfen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen, dann sage ich ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.